Boah, der Master ist ja da. Das ist Squishard 2.0. Hallo? What the hell? Was? Hä? Er ist einfach zu. Fix PUBG, oder? Er macht den Jansen! Er steigt ein! Am Boot tippt um, Alter, er macht den Jansen. Jansen, is that you? Der Heilige Geist ist Jansen. Oh, oh lol, was? Er lacht dann selber. Halt die Hand. Du musst etwas näher kommen. Warte. Wir müssen weiter nach hinten, dann haben wir mehr Platz. Ich fange an. Ja. Zack. Zack. Nein, du hast das schon mal gemacht? Nee. Ich fange mit einer Hand an. Das ist quasi wie wenn du. Ja, aber wenn du in der Disco bist, irgendwo stehst halt, du chillst halt deine Nuts, ne? Ja. Und dann ist noch ein ganz Girl und dann machst du gut aus. Und mich anmachen und dann siehst du. So streckst du dich und dann sagst du, Erbebe. Oder du kannst auch direkt mal länger machen. Hilft nicht. Ich würde sagen, wir wollen da dementsprechend, wie gesagt, nicht lange hin und her hampeln, sondern schauen uns auch gleich den ersten Clip an. Ich werde die E-Mails natürlich nicht zeigen, damit eure E-Mail-Adressen, wenn ihr mir etwas zuschickt, anonym bleiben. Dementsprechend aber eure E-Mails vorlesen. Hier mal ein kleiner lustiger Clip von einem Buggy, der sein eigenes Ding macht. Ich hoffe, du hast Spaß beim Zuschauen, dein Peterchens Gaming. Guck uns das mal an. Ein Buggy, der sein eigenes Ding macht. Jansen fährt. Hör doch auf. Nein, Entschuldigung. Er macht wieder Jokes. Genau. Hallo Lipsia, grüß dich. Ein. Oh lol. Fand ich jetzt nicht. Was? So. Aber dass der halt geflippt ist, ist komisch, ne? Aber wieder geflippt ist. So. Der Reifen ploppt. Zwei, glaube ich. Eins, zwei. Ah, der ist durch den Reifen? Weil stopp mal, du kennst das doch, wenn du einen Reifen zerschießt, dann geht das Auto kurz hoch und runter. Ja. Und ich glaube, das ist bei dem Speed, wenn es der doppelte Reifen ist, so heftig gewesen, dass der halt flippt. Also ich glaube, es war halt, es würde heute auch noch passieren. Kaum. Entweder mal. Oh, no. Das ist viel geiler als der Clip, Mann. Soft Sound, oder? So, wir gehen mal auf Ingame. Lady Boom Steers Clip, aufgenommen mit GeForce Multicare. Oh, die Tasten, man hört sie. Mechanische Tastatur. Bin ich mal gespannt, wie lange geht das? 1,22. Okay. Jetzt 20 Minuten. Oh, hat richtig Bock, Alter. Alter, MK14, nicer Spray, Digga. Er hat richtig Bock. Boah, Junge. Sechsfache MK14, hat richtig Bock, der. Boah, der ist richtig hart, ne? Dezinator rennt jetzt nicht. Waldemar Lebold, sorry für die Audioqualität, ist egal, aber der 200 IQ Move, wie. Gimmies. Wobei, ne, er ist nicht Xbox. Kann das ist ein Controller angeschlossen. Ja, ich sehe. Ja, wahrscheinlich Controller angeschlossen. Boah, er hat das. Das ist definitiv nicht Xbox. Jo. Weg den Scheiß. Gerade ist rechts rübergelaufen schon. Ja, ich weiß. Wie lange geht das? Eine Minute. Sehe aber nicht wo. War eine Minute hier. Ich hab's down gewusst, von hinten. Das ist sowas von rotzenräudig jedes Mal, oder? Hashtag rotzenräudig. Hashtag rotzenräudig. Ja, die Frage ist, wo ist der 400 Euro komplett? Ne? 200 IQ! Aber die Idee war doch nicht schlecht, das hat er gut gedacht und vor allen Dingen auch umgesetzt. Absolut. Das hat er umgesetzt, das stimmt. Und er hat einen Karabiner von seinem Kollegen bekommen. Hat sich alles gelohnt. Schön den Bait reinbaiten lassen. Zack, hat sich richtig gelohnt. Collar 3.0 schreibt, deine Videos sind echt super hier im Clip, weil man nie stehen sollte. Ich hatte die Schüsse gehört und bin deshalb in die Richtung. Warum man nicht stehen. Ja, ja. Ach, hört einfach auf mit dem Clip. Halt den Papp. Hat den Schnauzen. Bleibt man nicht stehen.
Das war ich? Lol, das war ich. Wann war das denn? Winter's Honor. Geh mal rein. 30 Sekunden. Das waren alle die eins. Boah, das ist das kleine Fenster, ne? Ihr habt leider den Zonk gezogen. Das ist der auf jeden Fall nicht, aber die sind ja auch nicht aneinander. Aber gut gekocht. Ja. Gut gekocht ist sie auf jeden Fall gewesen. Hat ihn dann da gesehen? Und das kleine Mini-Window. Boah, das ist dann natürlich auch ein mega Time-Lag von den Pech von den anderen. Uiuiuiuiuiui. Von Larissa Saffertmüller. Hier mal ein YouTube-Video. Wusste nicht, dass man einfach den Link schicken soll. Hattest du so eine Szene schon einmal, dass ein Schuss irgendwo einfach hindurchgeht? Oder wie bitte kann so etwas sein? Einfach Bug. Ich tippe mal jetzt, ohne das gesehen zu haben, auf Desync. Boah, er hat sogar Slow-Mo eingebaut. Was wäre jetzt, wenn wir nochmal Slow-Mo reinhauen würden? In das Slow-Mo. Slow-Mo. Aber es ist schon auf 30 FPS. Ja, gelesen tut ganz einfach. Ja. Stimmt, eigentlich hätte er treffen müssen. Guck, nee, er hat dann links gezielt, in den Nacken. Ja, stimmt. Der hat, als letztes hat er noch leicht verzogen vor dem Schuss. Und deswegen, warte, gucken wir, ob wir den da direkt finden, das Bild. Du hast es gerade, du hast es gerade perfekt gehabt. Ja. In den Nacken, ja. Und da ist wahrscheinlich der Gillisuit. Genau, da ist der Gillisuit und nicht, nicht das eigentliche Spielermodell. Ja, also war legit. War super unlucky, aber war legit. Oh, das ist interessant. Das ist 820 Meter. 820 Meter Kill mit der K? Das will ich mir anschauen. Aber wieder Replay. Bei sowas will ich Reaktion sehen. Ja. Ich weiß, Replays sind einfacher zu machen oder sowas und jeder streamt von euch, aber bei sowas und vor allen Dingen siehst du beim Replay nur, dass der genau drauf war und du siehst nicht, wie weit er darüber gezielt hat und sowas. Das siehst du auch beim Cast, siehst du immer nur, als hätte der viel weiter dahinter gezielt oder direkt da drauf gezielt und du denkst so beim Fahren, hey, der muss doch viel weiter nach vorne ziehen, aber er trifft halt trotzdem, weil du dieses Vorzielen nicht wirklich siehst, leider Gottes. Von Ege Bauer, der schreibt, ich hatte eine klassische Situation, kein Loot, viele Gegner. Aber dafür eine Menge Spaß. Ab Sekunde 10 bitte einspringen. Liebe Grüße von Lipsia. Gut. Nette. Das ist die typische Shroud-Nate, ne? Kennt ihr was ein PGI? Das ist genau diese Shroud-Nate, die dich einfach auf 1 HP geht. Durchziehen. Immer durchziehen, Lipsia. Immer durchziehen. Und dann im eigenen Chat geflamed werden, warum man so assi ist. Nein. Schön. Zwei Kills hat er schon gemacht. Drei. Alter, das kann nicht wahr. Was? Wie siehst du denn angezogen, dass den keiner da sieht? Die haben einfach keine Kommunikation, die Gegner. Wirklich? Oh, das sind einfach 8 Teams. Lol, das sind aber mindestens 2 Teams, ne? 4 hat er ja schon da und einer ist noch rechts. Ja, der eine wurde ja gerade genockt von dem. Beste. Ein Schuss. Hä? Hä? Das kann man doch keiner erzählen. Ah, jetzt okay. Hä, hey, ist der geisterblind? Hä, was? Ich glaube, der spielt nur mit einem Auge oder so. Pass auf, zu dem vorherigen Clip sagt, er ist mit der pinken Sturmmaske rumgelaufen und hat ihn nicht gesehen. Jeremy Lübbert schreibt jetzt in seiner Mail. Was meinst du, Aimbot oder nicht? Meine Mates sagen 100% Aimbot, ich denke das auch. Ich muss eine pinke Sturmmaske kaufen. Ja. Das ist der Key. So. 7 Leute noch live. Soll der Replay anscheinend gemacht worden. Man sieht die Leute ja durch die Wand. Aber das ist der Kollege, also. Boah. Hart zu sagen. Also. Ganz, ganz hart zu sagen. Ja. Das ist vor allen Dingen durchs Replay. Man muss das eigentlich durch die eigenen Augen sehen. Durch Replay ist das sehr, sehr hart zu sagen. Ich meine natürlich, der hat ultra kassiert, der Team, ne? Ne, der hat halt richtig. Fressen. Der hat richtig kassiert. Lass uns das mal rein logisch vom Movement begehen. Wo hat er vorhin hingeschaut? Lass uns das mal etwas langsamer ankauken. In Hälfte der Geschwindigkeit erstmal. So. Hat er ihn hier sehen können aus dem Augenwinkel? Ja. Definitiv. Ich glaube, da guckst du nicht hin. Wenn er da mal hin guckt. Wenn der jetzt weiter muss. Und hat er direkt da drauf gescoped. Das ist auf jeden Fall ein krasser Shot, ja? Ja. Also ich meine, das war ein Headshot, ne? Maris schreibt gerade auch, er kann ihn doch vorher schon gespottet haben. Und genau im Lean ist er direkt auf dem Aim on Point. Also weißt du, was ich meine? Dass der
dass der ja, schon vorher halt, vor dieser Szene ist. Schon wusste, ja. dass der da ist und einfach nur gespottet hat, ob er ins Scope gehen kann, ob er noch irgendwas gemütlich 10 Sekunden kommt. Halt, man weiß ja nicht, was der vorher gemacht hat. Ja genau, man kann halt nur so einen Momenteinblick. Es ist schwer zu sagen. Also hundertprozentig ist es nicht. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, es ist immer schwer zu sagen. Du darfst jetzt entscheiden. Wenn ich, ja, weil natürlich nicht, aber willst du eine Entscheidung? Er hat ja nach meiner Meinung gefragt. Was sagst du? Ich sag nein, weil du weißt einfach nicht, was der vorher gemacht hat. Ich sag ja. Wir machen als erstes Mac Riverside. Der hatte ja heute schon sich meine Liebe erkauft. Ach so, mach mal das heute. So machen wir das heute. Nee. Zwei Clips von ihm. Schauen wir uns das Ganze mal an. Boah, der Master ist halt da. Das ist Squisher 2.0. Hallo. What the hell? Was? Hä? Er ist einfach zu. Fix PUBG, oder? Er macht den Jansen. Er steigt ein, am Boot tippt um, Alter. Er macht den Jansen. Jansen? Is that you? Der Heilige Geist ist Jansen. So, liebe Freunde, das war's mit der neuen Folge Buddy Clips. Wir haben so lange gestreamt, das wird insgesamt 2 Folgen mit Katzen geben. Wir haben noch so geilen Scheiß von euch eingeschickt bekommen. Wenn ihr eure Clips natürlich auch sehen möchtet, könnt ihr natürlich an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Bitte dabei bedenken, maximal 2 Minuten lang, am besten keine Copyright-Musik da rein, sondern irgendwas anderes oder halt nur den reinen Spielsound. Da werde ich dann später natürlich noch Musik reinpacken. Könnt ihr Fails reinknallen, da könnt ihr geile Montagen reinknallen oder auch fragen, ist das ein Cheater, ist das legit oder was hätte ich besser machen sollen. Ansonsten sehr, sehr gerne Katzen besuchen, seinen Twitter-Link unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, um nichts mehr in dieser Art und Weise zu verpassen. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video oder heute Abend beim Livestream, wenn es darum geht, wer eventuell in die Europa League einzieht von den besten deutschen und internationalen Teams. Wird sehr geil. Katzen hält die Kamera, der sagt jetzt auch was. Jo, Jungs, geht. Okay, bis dann und bis heute Abend. Ciao.